Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu City Skylines, Folge Nummer 2. Unsere Industrie läuft noch, unser Gewerbe gewirbt noch und unsere Stadt, oh was haben wir da? Wir haben Müllperg. Aha, ja, also wir brauchen hier noch eine Müllabfuhr. Habe ich gerade kein Geld, kostet 4000. Die kriegen wir gleich. Jetzt müssen wir da kurz warten. Währenddessen kann ich euch schon mal erzählen, was ich vorhabe. Ich habe mir gedacht, wir reißen dieses Gebiet hier ab. Dieses. Da müssen wir uns aber beeilen, da werde ich wahrscheinlich Pause drücken. Damit hier die Zufuhr weiter besteht. Und müssen wir kurz Pause machen, eben, dass hier kein Abbruch der, wie heißt denn? Der Versorgung, genau. Wir produzieren ja nicht alles bei uns. Entsprechend sind wir natürlich noch auf den Import und Export angewiesen. Und das heißt, die Versorgung darf nicht abreißen. Aber ich möchte hier gerne einfach den Bereich hier abreißen, im kleinen Teil. Ich werde hier eine Brücke drüber bauen, beziehungsweise hier werde ich es recht flach. Und dann werde ich hier eine Brücke, werde ich wahrscheinlich vierspurig machen. Jeweils in beide Richtungen, zack, zack. Und dann, ja, dann passiert es nämlich. Dann baue ich hier oben vielleicht noch ein kleines Viertelchen hin. Das wird dann später vielleicht so ein kleines Villaviertel oder so. Recht klein soll für die gut Leute, die viel Geld haben, sollen da vielleicht hin. Nein, Quatsch, die sollen ja nicht an der Autobahn wohnen. Das wird sich alles noch ergeben, aber jetzt muss ich mal kurz sparen. Muss natürlich erstmal gucken, dass der Müll hier wegkommt. Die freuen sich nämlich alle nicht. Ja, was haben wir denn da? Erwachsene, gut, das ist das Verhältnis. Hier sehen wir das, den Intellekt unserer Stadt. Noch sind es alles so Hinterwäldler. Kann man so sagen. Und ihr seht schon, die Nachfrage nach Industrie wächst. Wir haben hier das Problem, dass die natürlich auch Müll produzieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier dringendst ein Mülldepot bauen. Das würde ich sagen, bauen wir gerade hier mitten in die Fabriken rein. Warum auch nicht, ne? Man hat's ja. Oh, guck mal da ist was Neues. Garments Limited. So, und jetzt haben wir genug Geld für den Müll. So, den kann ich ja gar nicht hinbauen. Was soll denn das? Muss ich auf die Seite bauen. Schrecklich. So, zack, zack. Und da ist es. So, wir haben ein Mülldepot gebaut. Sieht doch ganz schick aus. Und da haben wir auch den ersten Laster. Ihr seht da dann rechts oben hier gerade, wie voll der ist. Denn ja, die wäre natürlich logischerweise auch immer voll. Werde ich wahrscheinlich anbauen müssen, früher oder später. Jetzt holen die erstmal den Müll ab. Ich brauche wieder Kohle, bevor ich irgendwas machen kann. Es ist immer so, wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt. Man muss da ein bisschen geduldig sein. Ich kann jetzt nicht einfach alles bauen, wie blöd. Obwohl ich es gerne tun würde. Man kann natürlich, es gibt Mods, die man, vom Spiel sogar, selber direkt Mods vom Spiel. Das tut mir leid, ey, was hat denn der für ein Kuh? Weißt du, hat er so eine Bude? So was, so einen kleinen Kabuff? Und davor so, was ist das? Ein Lambo? Sportauto ist es auf jeden Fall. Vom Oliver Holmes. Oh. Aber bei Frank's Fish Factory. Das ist ziemlich geil. Die haben im Grunde genommen hier. Kannst du jeden anschauen? Müllabfuhr. Wo fährt denn der hin? Hey Kollege, du fährst in falsche Richtung. Hier ist der Müll. Oh Mann, du. Fährt jetzt hier einmal außen rum, damit er hier wieder hier hin kann. Das ist ja Quatsch. Muss ich vielleicht hier nochmal eine Verbindung hinbauen, dass die hier kurz vorne mal umdrehen können, weißt du? Das wäre ja echt blöd sonst. Weil nein, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Hier fällt ja alles weg. Ha, hier müssen die gar keinen Müll holen. Ist das nicht herrlich? Ah, Leute, ist das schön. Ich kenne mich doch aus. So, Wohngebiete, schaut es euch an. Ey. Wir brauchen so viele Wohngebiete. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und hier möchte ich eigentlich wegbauen, dass ich hier relativ zügig wegkomme. Geht im Moment nicht. Schade. Ich baue hier noch ein Stückchen weiter. Jetzt von hier, ohne dass die... So. Jetzt baue ich nämlich hier... Ich habe nicht genug Geld. Das gibt es doch nicht. Seht das? Das ist das Problem. Im Moment ist noch alles. Wir sind alle fröhlich und heiter. Das ist immerhin etwas. Und hier möchte ich jetzt eine Straße ziehen. Die geht jetzt hier lang. Hier unten. Die soll sich dann mit der hier irgendwann treffen. Das ist nämlich der langfristige Plan. Dann kann ich hier noch so ein schönes Wohngebiet hinbauen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich hab's im Kopf. Ich hab es schon im Kopf, wie es aussehen soll. Jetzt müssen wir hier warten. Ey, ich fasse ja nicht. Kann ich aber hier lang bauen, ey. So.
Habe ich schon mal den Bereich. Wir warten bis hier. 2040! Was denn das? Viel zu viel Kohle. Viel zu viel Kohle. Und hier möchte ich ungern. Nee, nee, hier baue ich keinen. Hier baue ich keine Häuser hin. Keine Familienhäuser. Das ist mir zu unrein hier. Ihr seht das schon. Wird alles verpestet hier von dem Dreck, den wir da produzieren. Die Nachfrage ist hoch, entsprechend könnt ihr eigentlich mal die Steuern da hochjagen. Und hier seht ihr unsere schöne Grundschule. Ist das nicht schön? Guck mal, hier mit Spielplatz hinten dran, Kindergarten drin. Ach, ist das herrlich, da geht mir das Herz auf. Erinnere mich ein bisschen an meine Kindheit. So, wirklich, ich bin ja jetzt nicht gerade in einem. Ich bin immer noch nicht in einem Riesendorf. Also eine Riesenstadt, meine ich. Ist alles noch sehr dörflich, finde ich schön. Guck mal, wir können hier richtig. Lalalala, hier, lalalala. Hier richtig schön durchlatschen. Ist das schön. Unsere schöne Stadt wächst und gedeiht. Oh, ist das herrlich. Guck mal, wie diese Tiefenunschärfe ist auch geil, ne? Sehr schön. Stufenausstieg eines Gebäudes, da seht ihr das. Hui, sind wir gerade. Wenn die Dienstleistungen Bildung anbieten und so weiter und so weiter. Die sind jetzt Stufe 2, das ist schön. Entsprechend wachsen natürlich auch die Bedürfnisse. Das ist ja an einem Hügel, sehe ich gerade. Sieht man die Kinder da spielen? Nee, leider nicht. Schade. Wäre zu schön, ne? Aber echt schade, dass das so leicht unscharf ist. Naja, egal, was willst du machen, ne? Jetzt müssen wir warten. Jetzt möchte ich hier nämlich gleich die Straße ziehen. Ich hoffe, dass ich das jetzt endlich mal gleich auch finanziell kann. So, was kostet die? Guck mal hier. So, zack. Wie ist denn jetzt gerade? So ist gerade, ne? So, 2040 haben wir gesagt. Gleich haben wir es erreicht, gleich haben wir es erreicht. Und dann baue ich nämlich irgendwann von. Ich zeig mir mit dem Finger drauf, ich Idiot, ey. Was will ich euch denn mit meinem Finger zeigen? Ja, geht doch gar nicht. Baue ich nämlich hoffentlich bald die Ausfahrt ab. Ist ja richtig schön. Oh, guck, da sind noch die Ausgaben noch im Weg. Jetzt. So. Jetzt haben wir hier nämlich und hier möchte ich dann. Hier baue ich dann so Kreise. So, ich zeig's mal so. So möchte ich das bauen. So. Wupp. Wupp. Und hier noch einen kleinen vielleicht. Mal gucken. Ob das passt oder nicht, oder ob ich denn hier nur so eine kleine Einbahnstraße quasi so. Wer ist das denn? Ich weiß nicht. Ich könnte natürlich auch so bauen. Aber dann haben wir hier so ein kleines Viertel für sich nochmal. Ist doch auch was Schönes, oder? Was haltet ihr davon? Hier könnte ich ja schon mal. Dürfen sie siedeln? Die guten Meisters. Das wird schön. Dann baue ich hier. Zack, dann geht's hier hoch. Dann fährt das halt alles hier noch oben drüber. Lern reden, du Spast, ne? So ein Quatsch. Okay, oh, guck mal hier. Ich hab's euch ja gesagt, die Plörre. Stell dir vor, das wäre in unserem Wasserkraftwerk jetzt drin. Das wäre ja ekelhaft. Widerlich. Und jetzt muss ich natürlich auch schauen. Guck mal hier. Wasser ist natürlich auch wieder mal das Problem. Kostet 240, geht über alles für Wasser drauf. Wer hat nur dieses Wasser erfunden? So. Grusig, sage ich euch. Grusig. Jetzt müsste ich das natürlich hier noch so verbinden. Damit dann alle auch mit Wasser erstmal mal Wasser haben. Dann könnte ich hier noch eine Pipeline ziehen. Schön. Aber ich muss mal gucken, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Einnahmen generieren kann. Durch die Steuern. Ihr muss die Industrie dann glauben, dass wir mehr Einwohner haben. Ihr profitiert alle dann davon. Die werden sich schon beschweren. Ne? Guck. Nicht genug Arbeiter. Da kann ich doch nichts für. Müsst ihr halt mehr zahlen. So, ihr seht schon, jetzt geht es hier auch wieder ein bisschen höher. Und ohne Industrie, was würde der Mensch ohne die Industrie machen? Ja, dieses Twittervögelchen habe ich ja noch gar nicht erklärt. Wir haben ja ein Twittervögelchen. So ein Tweet.
Oder wie heißt der? GD? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Heißt auf jeden Fall nicht, ist auf jeden Fall nicht offiziell von Twitter. Aber es ist dasselbe Prinzip, ne? Unsere Einwohner dürfen sich hier kundtun. Finde ich eigentlich eine Sauerei, verdammt nochmal. Was sind wir denn hier für ein Laden, ey? Jetzt dürfen die ja noch mitreden. Quatsch. Ne, die können sich hier so richtig schön kundtun. Vollbemannte Wissenschaftsstation auf dem Meeresboden gebaut. Zu den Förderern gehört ein berühmter Regisseur. Richtig, ich nicht. Und das kann man jetzt hier alles, können wir jetzt hier uns hier alles wunderbar anschauen. Was haben die denn noch? Die Wohnungsmieten steigen aufgrund der hohen Nachfrage. Richtig so. Könnte ich eigentlich mal auch ein bisschen budgetieren erst noch. Ups. Was ist jetzt passiert? Würdiges Dorf. Ach, guck mal, hier eine neue Errungenschaft haben wir geschafft. Wunderbar. Polizeiwache und Feuerwehrwache können wir bauen. Ah, noch mehr Geld ausgeben. Oh, wir haben sogar Kohle bekommen dafür. Geil. So, hier, Zwitschi, halt mal die Klappe. Ich muss bauen. Natürlich erstmal eine Feuerwehrwache, oder? Das ist immer ganz wichtig, vor allem in der Industrie. Bauen wir hier hin. Ja, 12.000 gehen da weg. 12.000, zieht euch das rein. So, und jetzt bauen wir hier. Jetzt kommt es ja nicht, passt auf. So. So. Dann kommt das so hin. Dann geht das. Das ist zu weit, das ist zu weit. Das ist da. Verschwende ich Platz. Das ist zu kurz. So. 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 Hä? Na? Funktioniert das so? Ne, das will ich doch nicht. So. So. Das sieht jetzt nicht sehr schön aus hier, ne? Komm. Machen wir rückgängig diesen Quatsch. Also, ja, ich habe mal kurz Pause gedrückt. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, das ist okay. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich das so? Ja, so ist gut, ne? Wenn ich jetzt hier noch so noch eine Kurve einbaue. Ist schon wieder zu weit, ne? So. So. Dann bauen wir hier noch ein Stückchen geradeaus. So, das ist zu weit. So. So. Entfernung zu gering, was ist das für ein Quatsch? Ach, jetzt hier. Tada! Guck mal, was wir jetzt hier Schönes haben. Ach, ein Traum aller Mieter. Und das ist jetzt mein wunderbares Wohngebiet. Ist das nicht schön? Die in der Mitte werden zwar vielleicht ein bisschen Probleme haben, werden nicht glücklich sein. So. Ist das nicht schön? Hä? Da können sie jetzt alle einziehen. Dann kann ich nämlich gleich. Polizei habe ich noch nicht genug Geld, ne? Kann ich noch alles nicht bauen. Verdammt. Müll, das brauchen wir nicht. Ach ja, genau. Seht ihr? Hätte ich fast vergessen. Die wollen natürlich auch Wasser haben. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Das passt wieder nicht am Ende. Dann muss ich wieder zwei Lines hier ziehen. Machen wir das doch so. Dann sieht es wenigstens schöner aus. Dann haben wir den Kreislauf im Geschlossenen. Ist ja sonst Quatsch. So. Dann haben wir das gebaut. Ach, Stadtviertel festlegen. Wer will denn Stadtviertel festlegen hier? Ich will keine Stadtviertel festlegen. Noch nicht zumindest. Das sieht doch schön aus. Jetzt könnte man das theoretisch in die Richtung auch noch spielen. Machen wir aber nicht. Denn hier soll dann, zack, die Autobahn kommen. Also, Autobahn. Ich sag mal Schnellstraße. Von der Autobahn kommen sie ja. Die sollen dann zur Schnellstraße. Dann passt das. Das geht dann schon. Die werden vielleicht nicht unbedingt alle happy sein. Ach, es geht schon. Ach, das sieht doch schön aus, oder? Hier, rechts vor links und alles. Zweibahnstraße. Die können wir dann später, früher oder später auch alle aufwerten. Hier seht ihr das. Zack, zack, zack. Da gibt es auch Bäume und alles. Ah, das wird so schön, die Stadt. Die Stadt wird so schön, liebe Freunde. So, hier unten, dann kann ich noch ein bisschen Gewerbegebiet hinbauen. So. Dann können sie sich gewerben. Oh, guck mal hier. Da habe ich es doch gesagt. Ich habe es doch noch gesagt. Steuern sind zu hoch. Ja, was soll denn das? Ah, dazu muss ich erstmal das Spiel wieder laufen lassen. So, Steuern, dann senken wir doch wieder mal ein bisschen die Steuern. Jetzt kommen nicht deutlich mehr Einwohner. Gehen wir da runter auf 13%. Sonst steigen die mir aufs Dach. So.
Hier sind sie glücklich. Hier kriegen sie gleich wieder Arbeiter. Herrlich. Hier ist die Feuerwehr. Die kann dann hier zick, zick auch die Gewerbe retten, wenn die mal brennen. Oh, was knistert da doch? Ach nee, das knistert, weil die... Knistert das bei der Feuerwehr? Brennen die was ab? Ja, die brennen was ab. Ah, wahrscheinlich irgendwie so ein Firmengrill oder sowas. Ja, da hinten bekommen sie alle Wasser und Strom. Das wird hier richtig schön, sage ich euch. Richtig schön. Könnt ihr zwischendrin auch mal Parks anlegen, früher oder später. Zwitschi, was geht ab? Die Wohnungsmieten steigen aufgrund... Ja, das kennen wir doch. Die Stadt erhält erstes Löschfahrzeug. Die Bürger fühlen sich jetzt schon sicherer als früher. Logischerweise wäre ich auch. Mit einem Löschfahrzeug so in der Nähe lebt sich's doch deutlich gesünder. Mann, 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 die Stadt wächst und gedeiht. Und wenn wir das jetzt hier bald mal machen, dann kann ich hier nämlich... Guck mal, was haben die hier für ein Problem? Ja, die sind hier natürlich, die steigen jetzt auf. Leute, es tut mir leid, hört auf hier euch zu entwickeln. Was soll das? Ich möchte euch hier rauswerfen. Ich möchte kein schlechtes Gewissen dabei haben. Was soll denn das hier? Das ist ja auch so ein kleines Einbahnstraßenviertelchen, ne? Kannst du hier einen Kindergarten oder so hinbauen? Können die hier... Ich könnte ja theoretisch hier auch eine Straße hinbauen, ne? Dann ist die verbunden, dann müssen die nicht außen rumfahren. Aber die haben ja hier zack, zack verschiedene Möglichkeiten. Wenn sie von hier kommen, dann ist das sowieso hier das Stadtviertel, wenn du so willst. Stadtzentrum. Stadtviertel, so ein Quatsch. So, also ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt, ne? Ihr habt wirklich genug Platz. Aber ich könnte hier unten mal das Gewerbegebiet ein bisschen erweitern. Und Gewerbegebiet, muss ich sagen, da gebe ich mir jetzt nicht groß Mühe. Das soll halt so passen, ne? So. Zack. Jetzt geht's hier runter. So. Dann kannst du hier nämlich noch so. Dann kannst du hier den da machen. 680. Ich warte. Dam, 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 da, dam, dam, dam. So. Könnt ihr hier schon mal eigentlich die Gebiete festlegen. Hier könnt dann noch Industrie hin. So, und hier, so, Straße bauen, immer nicht genug Geld, was soll denn das, wo kommen wir denn da hin, jetzt, Zettle, und dann bauen wir hier noch die Straße hin schon mal, na, mal schon, gib mir euer Geld, ich brauch Kohle, so, hier, dass die schon mal hier unten, dann kann man hier wieder Industrie. Industrie, Industrie, Industrie. Wir brauchen euer Geld. So. Ich möchte das natürlich hier auch ein bisschen synchron haben. So. Passt das jetzt? So. Das hier ist Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Hier kommt noch Gewerbe hin und alle sind glücklich. Seht schon, ihr seht. Also, ihr seht schon, ihr seht. Mhm. Ich finde mich auch gut. Das macht alles Sinn, das hat bei mir Hand und Fuß. Nein, ich teile natürlich hier gerne ein, gerade so Industrie und Gewerbe. Das ist so, das Gewerbe soll so im Grunde genommen die normalen Einwohner vor der Industrie schützen. Ja? Denn wir wissen ja, die Industrie ist böse. Alles nur korrupte Leute. Böse Menschen, die viel, viel Geld, die viel, viel Geld mit, keine Ahnung was machen. Muss ich da, gibt es da unten eigentlich Wasser? Habe ich dran gedacht? Natürlich nicht, wie ihr seht. So. Leite ich doch von hier mal gerade noch eine Straße hoch. Zack. Wunderbar. Hat geklappt. Hier haben wir dann einen kleinen Puffer. Hier könnte ich dann auch nochmal Gewerbe hinbauen oder so. Gucken wir mal, was sich so ergibt. So, jetzt haben wir auch sicherlich genug Platz für alles. Ach, wie die Häuschen hier kommen. Richtig schön. Was haltet ihr von dem Viertel? Ich finde das richtig schön. Also hier kann ich es mir gut... Ich kann mir echt vorstellen, so in einem Häuschen hier oder so. Ne? Du bist zwar irgendwo im Zentrum, bist aber immer noch weit ab, irgendwie ab vom Schuss. Weil gut, hier wird es dann später ein bisschen laut. Dann wohl doch eher hier. Da. Gucken wir mal, wie groß die Stadt so wird. Ich möchte ja, wie gesagt, einfach hier eine kleine Brücke bauen, die hier drüber geht. So eine Trasse, wenn ihr so wollt. Heißt das Trasse? Ich glaube Trasse, ne? Eine schöne Trasse, die bis hier hingeht ungefähr. Dann kommt hier vielleicht so ein großer Kreisel hin. Und wir können natürlich auch Kreisel bauen. Hier, da.
Der sieht dann so aus. Den baue ich dann wahrscheinlich hier irgendwo hin. Dann können die beiden Spuren da zulaufen, können sich im Kreisel verteilen und irgendwann sind alle glücklich. Schön, oder? Ich meine, ich habe zwar schöne Vorstellungen, aber ich finde, das sieht echt gut aus, oder? So geldtechnisch sind wir relativ gesund unterwegs bisher. Die Tage rennen, der nächste Meilenstein ist quasi erreicht. Dann gibt es die Oberschule. Davor brauchen wir aber noch hier ein schönes Polizeikommissariat. So eine Polizeiwache, die brauchen wir noch. Einfach, dass die Bürger natürlich auch geschützt sind. Geschützt vor diesen bösen, bösen Menschen hier. Da seht ihr das. Oh, guck, da haben wir's. Und die nächste Stufe haben wir bei 2400. Also wenn wir uns verdoppeln, dann seht ihr hier. Da gibt es die verschiedenen schönen Kreuzungen und so weiter und so fort. Das läuft doch richtig gut, liebe Freunde. Ich schließe das mal hier. Brauchen wir uns nicht anschauen. Oh, Feuerwerk. Hui, schön. So, ach guck mal, wir haben sogar richtig Kohle dafür bekommen, sehe ich gerade. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich pausiere das Ganze. Ne, ich lasse es laufen. Ich pausiere das Ganze, baue noch schnell eine Polizeiwache hier hin. Die kommt direkt zur Feuerwehr, das ist doch okay, oder? So. Die soll ja alle abdecken. Und das war's. Das ist unser letzter Zug. Polizei und Feuerwehr sind da. Alle sind sicher. Polizeiwagen steht auch. Guckt mal, die coole Polizeiwache an. Sieht doch schön aus. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich bei euch. Bedanke mich beim Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge City Skylines. Macht's gut. Bis dahin, euer Bolle. Ciao.